An der WHU haben wir eine Studie durchgeführt mit dem englischen Titel Takeover Premiums and Family Blockholders. In dieser Studie analysieren wir die Übernahmeprämien, die Familienunternehmen für den Kauf eines anderen Unternehmens anbieten. Der Startpunkt unserer Überlegungen war die Beobachtung, dass Unternehmen beim Kauf eines anderen Unternehmens häufig mehr als 20% über einem möglichen fairen Wert bieten. Diese sogenannte Übernahmeprämie wird in der Regel mit möglichen Synergien nach der Übernahme gerechtfertigt. Rückblickend stellt sich dann jedoch leider häufig heraus, dass die Synergien zu optimistisch geschätzt waren und dass die Übernahmeprämie als zu hoch gelten muss. Die Frage, warum also diese hohen Übernahmeprämien gezahlt werden, hat schon viele Forscher und Praktiker beschäftigt. Eine Möglichkeit ist, dass die Vorstände der kaufenden Unternehmen sich selber überschätzen, insbesondere beim Realisieren der Synergien. Eine andere Möglichkeit ist, dass diese Vorstände bewusst und im eigenen Interesse zu viel zahlen, da sie nach einer erfolgreichen Übernahme in der Regel mit einer Steigerung bei Gehalt und Prestige rechnen können. In diesen Fällen würden also die Vorstände der kaufenden Unternehmen Entscheidungen treffen, die ihre eigenen Aktionäre viel Geld kosten. Forscher sprechen hier auch von einem Prinzipal-Agenten-Konflikt, also einem Interessenskonflikt zwischen Aktionären und Vorständen. Wir haben uns nun die Frage gestellt, welcher Typ Aktionär am besten die Vorstände vom Anbieten überhöhter Übernahmeprämien abhalten kann. Aus früheren Studien ist bekannt, dass die Machtbalance zwischen Aktionären und Vorständen insbesondere von der Streuung der Aktien abhängt. Das bedeutet, dass man analysiert, ob die Aktien auf viele Kleinaktionäre oder aber auf wenige Großaktionäre verteilt sind. Das ist für unsere Fragestellung sehr relevant. Denn ein Kleinaktionär hat in der Regel nicht die Macht und auch nicht den Zugang zu den Vorständen, um seine Interessen durchzusetzen. Zudem ist es für einen unzufriedenen Kleinaktionär häufig rationaler, die eigenen Aktien zu verkaufen, anstatt auf einer Hauptversammlung den ohnehin begrenzten Einfluss mühsam geltend zu machen. Ein Großaktionär, bei uns definiert als ein Aktionär mit mindestens 25% der Stimmrechte, hat eine viel stärkere Position. Denn ein Großaktionär kann auf der jeweiligen Hauptversammlung stark die Zusammensetzung des Aufsichtsrates und damit die Zusammensetzung des Vorstandes beeinflussen bzw. bestimmen. In der Praxis spricht dann in der Regel ein Vorstand mit einem Großaktionär über eine geplante Übernahme. Wenn der Großaktionär eine Übernahme als zu riskant bzw. die Übernahmeprämie als überhöht ansieht, dann kann er eine solche Entscheidung verhindern. Wir stellen also die Hypothese auf, dass Firmen mit einem Großaktionär im Durchschnitt geringere Übernahmeprämien anbieten als Firmen ohne Großaktionär. Unsere nächste Frage war, ob der jeweilige Typus des Großaktionärs eine Rolle spielt. Dafür haben wir die Großaktionäre in die Typen Familien, Gründer, Staat, Private Equity, Banken und sonstige Großaktionäre eingeteilt. Grundsätzlich verfügen alle diese Typen von Großaktionären über die eben beschriebene Machtposition, um überhöhte Übernahmeprämien verhindern zu können. Besonders interessiert hat uns die Rolle einer Familie als Großaktionär. Familienunternehmen, also Unternehmen mit einer Familie als Großaktionär, unterscheiden sich von anderen Unternehmenstypen in verschiedenen Punkten. Für Familienunternehmen steht insbesondere das Bewahren des Unternehmens und die Weitergabe des Unternehmens an die nächste Generation im Vordergrund. Forscher sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer Verlustaversion. Der Wunsch, das Unternehmen zu bewahren, wird noch verstärkt dadurch, dass die Unternehmerfamilie aus dem Unternehmen
nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen nicht finanziellen Nutzen zieht. Dieser nicht finanzielle Nutzen, auch Socio-Emotional Wealth genannt, besteht zum Beispiel in den positiven Reputationseffekten, den Familienmitglieder aus dem Unternehmen ziehen. In unserem Kontext bedeuten diese Aspekte, dass eine Unternehmerfamilie die riskante Entscheidung einer Übernahme besonders vorsichtig betrachtet. Denn im Extremfall kann eine überteuerte Übernahmeprämie den Fortbestand des eigenen Unternehmens gefährden. Eine vorsichtige Unternehmerfamilie würde also zum Beispiel bei der Schätzung möglicher Synergien einen niedrigeren Wert ansetzen und auch eine niedrigere Übernahmeprämie anbieten. Wir stellen also die Hypothese auf, dass Firmen mit einer Familie als Großaktionär im Durchschnitt eine geringere Übernahmeprämie bieten als Firmen mit einem anderen Typus Großaktionär bzw. Firmen ohne Großaktionär. Unsere letzte Frage war, welcher Aspekt den Zusammenhang zwischen Unternehmerfamilie und Übernahmeprämien weiter verstärken könnte. Dafür unterscheiden wir zwischen Familienunternehmen mit einem Familien-CEO und Familienunternehmen mit einem externen CEO. Wir argumentieren, dass die Unternehmerfamilie noch mehr zu verlieren hat, wenn der CEO aus der Familie stammt. Denn durch den Familien-CEO wird unter anderem durch die engere Assoziation von Familie und Unternehmen der nicht finanzielle Nutzen für die Unternehmerfamilie weiter erhöht. Auch die finanzielle Bedeutung des Unternehmens für die Unternehmerfamilie wird unter anderem durch das CEO-Gehalt weiter erhöht. Wenn die Familie also noch mehr zu verlieren hat, dann wird sie auch noch vorsichtiger an das Thema Übernahmen und Übernahmeprämien herangehen. Wir stellen also die Hypothese auf, dass der grundsätzliche Zusammenhang zwischen Unternehmerfamilie und Übernahmeprämien weiter verstärkt wird, wenn der CEO aus der Familie stammt. Um unsere Hypothesen zu testen, haben wir einen Datensatz mit 149 Übernahmeangeboten aufgebaut. Dies sind die Übernahmeangebote, die für die im deutschen Prime Standard notierten Unternehmen zwischen 2004 und 2014 abgegeben wurden. Auch unter Berücksichtigung verschiedener Kontrollvariablen konnten wir dann in den Berechnungen Unterstützung für alle unsere Hypothesen sehen. Es zeigt sich tatsächlich, dass ein Großaktionär die durchschnittliche Übernahmeprämie senkt. Dieser Effekt ist stärker, wenn der Großaktionär eine Unternehmerfamilie ist und besonders stark, wenn zusätzlich der CEO aus der Unternehmerfamilie stammt. Zusammenfassend zeigt unsere Studie, dass Familienunternehmen im Durchschnitt geringere Übernahmeprämien bieten als Nichtfamilienunternehmen. Denn insbesondere im Vergleich zu Unternehmen im Streubesitz können Unternehmerfamilien riskante Entscheidungen bzw. Fehlentscheidungen der Vorstände besser verhindern. Unsere Studie unterstreicht damit die Bedeutung von Großaktionären und insbesondere Familiengroßaktionären für die Lösung des Prinzipal-Agenten-Konfliktes. Außerdem zeigen wir, dass die Verlustaversion von Unternehmerfamilien strategische Unternehmensentscheidungen prägt. Wir hoffen, dass unsere Studie die Diskussion rund um unterschiedliche Typen von Großaktionären weiter vorantreibt.